Meine lieben Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Musik im Kloster Saan, ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen und willkommen heißen zu unserem Konzert, in der österlichen Bußzeit, zum Passionskonzert heute am Passionssonntag, am 5. Fastensonntag. Am liebsten würde ich, hätten wir Sie in unserer Kirche, in der Klosterkirche willkommen geheißen. Zum zweiten Mal müssen wir auf ein Online-Konzert ausweichen und sind schon sehr, sehr froh, dass wir das so anbieten können. Und nach dem letzten Konzert, dem Dreikönigskonzert, wissen wir auch, dass es viele gegeben hat, die auf dieses Format gegangen sind, um die Musik zu genießen, um sich mit uns zu verbinden. Wir gehen auf Ostern zu und das Konzert in der österlichen Bußzeit ist für viele von uns auch ein geistlicher Schritt, ein Weg auf dem Fest hin zum Osterfest, dem größten Fest, was wir als Christen feiern. Ganz bewusst begrüße ich Sie heute an einem etwas merkwürdigen Ort. Hier oben auf der Nonnenempore, eigentlich nicht der Ort, an dem wir das Konzert beginnen und nur wenige ihren Platz finden. Ganz bewusst habe ich den Ort ausgewählt, weil ich Ihre Aufmerksamkeit auf etwas hinweisen möchte, lenken möchte, das zu dem Kostbarsten gehört, was wir in der Klosterkirche haben. Es ist hier oben das Gabelkreuz. Crucifixus Dolorosus wird es auch genannt. Ein Gabelkreuz aus dem 14. Jahrhundert. Ein Kreuz, das auf ganz eindrückliche Weise uns das vor Augen führt, worum es heute und in dieser Zeit geht. Es geht um die Leidensgeschichte Jesu. Dieses Gabelkreuz, manchmal wird es ein wenig irrtümlich auch Pestkreuz genannt, denn diese Gabelkreuze entstanden in der Zeit vor der großen Pest und sie entstanden aus einer geistlichen Bewegung heraus, aus der Bewegung, das Leiden Jesu ganz besonders in den Blick zu nehmen und sich davon berühren zu lassen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, finde ich auch für unsere Zeit ganz wichtig, einen wertvollen Hinweis, sich berühren lassen. Musik berührt. Musik im Kloster Saan berührt und will uns eben auch immer geistlich bewegen und berühren. Das Christentum ist eine Religion, die aus einem Schrei, so könnte man es ganz dramatisch sagen, hervorgegangen ist. Der Todesschrei Jesu am Kreuz. Und der Weg zum Grab hin, etwas, was heute in diesem Konzert anklingt. Es klingt aber nicht an, damit wir es distanziert wahrnehmen, sondern es persönlich mit uns, mit unserem Leben, mit unseren Gefühlen, mit unseren Erfahrungen verbinden. Und so ist vielleicht gerade in dieser Zeit, über ein Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie, auch noch einmal eine Zeit, die unseren Blick, unseren Sinn, unsere Erfahrung für Leid, für Leiden verändert und damit aber auch unsere Erfahrung und unsere Sehnsucht nach Hoffnung. Denn dabei geht es bei diesem Konzert in der österlichen Bußzeit. Wir bereiten uns auf das Osterfest vor. Und es ist für uns Christen das große Fest des Lebens, das Fest der Auferstehung, das Fest der Hoffnung und der Freude. Und das wünsche ich Ihnen. Lassen Sie sich berühren von der Musik hier aus unserer Klosterkirche und lassen Sie sich dadurch ein Stückchen mitnehmen auf den Weg durch diese Tage, durch diese Zeit hin zum Osterfest. Ihnen einen schönen, einen genussvollen Abend und alle guten Wünsche. Thank you.
Thank you.
verdiene ich, dass du mich verschließest und für in Qual und Flammen schmachten ließest. So habe bitte ich dich um dein Erbarmen an und bitt um Christi Willen. O woll es nicht an mir, das Recht im Zorn erfüllen, let's go.
Brüder.